Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Jetzt noch mal in die Basis Shadowbrook eingedrungen. Und naja, kämpft noch darauf. Hier neben gegangen ist ein Gehäuschen, dann bis dahin geht. So. Es lebe der Fortschritt. So. Oh, mehr. Ja, bringt ihm nur nichts. Sorry, ist mal behindert. Das müsste sie ausbremsen. Hey, ich sehe die Rakete. Hey, ich sehe mein totes Leben. Oh weh. So, du bist auch wieder scheiße. Sehen Sie sich den Energiefluss in diesen Kabeln an. Der Broker hat sein Informationsnetzwerk über das gesamte Schiff verteilt. Das Ding muss unglaublich viel Energie verbrauchen. Hoffentlich hat er einen großen Generator. Wer bezahlt eigentlich Stromrechnung? Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenlock und zu Farron. Solange er noch lebt. Ich glaube, die hat keinen Bock auf ihren Job, weil sie so tut, als ob sie mich nicht sehen würde. Wir haben Sichtkontakt.
Singularität. Sagen, ich habe ja dieses Mal nicht Tali dabei, insofern kann es nicht mein Beruf sein. Och nö. Ich hab gewusst, was passiert, als ich es gemacht habe. Es war keine gute Idee. Ich dachte, da rechts war keiner mehr und na, denken sollte man nicht. Also nochmal. In eine Richtung. Ah, stimmt, das ist mal die eine, die ihren Wachdienst so, glaube ich, gut macht. Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenblock. Und zu fern. Ah, was? Ich glaube, ich hätte auf ihr Leben keinen Bock mehr, weil sie nicht mal in Deckung ging. Jetzt blockiere Sichtkontakt. Da ist vielleicht noch was. Warum darf ich in dieser Wand nicht lang? So. Ah, sieh mal einen an. Ach, so weit sind wir schon. Dann haben wir es schon bald geschafft. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit Ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. In den Zustand will ich nicht ausquetschen, aber okay. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut neuer. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Doch. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Einfach oder nicht, wir kommen alle hier raus. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten zählen. Naja, kann eh nirgendwo hin. Ziele markieren. Du bleibst da. Das hat gesessen!
Rücksichtslos, sogar für Sie, Commander. Nicht rücksichtslos, nur entschlossen. Fragen Sie Ihren Asari Spectre. Was hier war entbehrlich. Ihr Tod hat mich nur Zeit gekostet. Entbehrlich, so wie Farron? Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Jemand muss sie für ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben, dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Es ist gut, dass Sie Archangel mitgebracht haben, Tissoni. Sein Kopfgeld wurde noch nicht beansprucht. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie im Trüben fischen. Ach ja? Sie sind ein Yark, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadowbroker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Das Ding hält mir aus. Sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die Hafentür. Drauf jetzt! Ja, das drauf. Kann sie nicht mehr retten. Halt doch nicht vor.
dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Da kommen sie. Das dauert auf der ewig. Außenseiter nicht. Hi, Garrus, liegt nicht so lange da rum. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Sonartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Meine Göttin, die ich erzähle. Du. Wie? Nun, jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Du, der neue Shadow Broker. Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Schon in Ordnung. Ich habe 2 Jahre um Sie und Farron getrauert. Nun habe ich sie beide zurück. Ich... Mal sehen, was wir hier haben. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Über welche Art von Informationen reden wir hier?
Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Ja, damit haben wir einen neuen Shadow Broker. Ich habe den Shadow Broker besiegt. Eine Information über die geplante Vernichtung von Cerberus wird bekannt, als Yao Tessoni übernimmt. Die Beziehung der Asari und Shepard muss sorgfältig beobachtet werden. Das ist sehr witzig. Weil sie jetzt zu einem der mächtigsten Wesen der Galaxis gehört? Gut, haben wir einen DLC abgehakt. Ich weiß nicht ganz, wann wir die anderen drei machen sollen. Waren es drei? Ich meine, noch drei haben wir, ja. Ach, wir sind hier wieder hier. Das passt ja. Ja, wir haben noch Zeit. Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Ich mag solche kleinen Roboter. Vor allem, wenn sie irgendwie dämlich sind. Ach ja, hier können wir so allgemein interessante Informationen nach wuseln. So, unser Dossier ist ein paar sehr interessante Informationen, die der Broker halt für sich gemacht hat. Servus Offizier, effizient, rücksichtslos, besessen von der Dominanz der Menschen. Mögliche Rekrutierungskandidaten nach Attentat auf Unbekannten und Vernichtung von Cerberus. Interessant. Morden. Professor, früher beschäftigt bei Special Task Group der Salarianer. Beeindruckende Zeugnisse zur Modifizierung der Genophage. Führte zur Sterberate von 99,9% bei kurganischen Geburten. Derzeitige Arbeit bei Shepard, offensichtlicher Versuch der Sühne. Mhm. Jacob, ehemaliger Allianzsoldat, Biotik-Ausbildung. Trotz ordentlicher Führung während des Militärdienstes eindeutig aus Gründen der psychologischen Stabilisierung der Gruppe in Shepards Team. Subjekt Zero. Abnorme biotische Kräfte. Archivierte Kampfvideos übertreffen die erwarteten Ergebnisse der Anlage auf Pragia. Infolge schwerer Misshandlungen und Gefangennahme während der Kindheit emotional gestört und daher leicht zu manipulieren. Said, Gründer der Blue Suns. Ach so. Hat Führungsposition bei Suns aus Mangel von sozialer Kompetenz und politischen Einschätzungsvermögen verloren. Hohe Erfolgsquote bei Missionen auch nach, was? Nahort, was? Nah oder Erfahrung? Stimmt das? Keine Ahnung. Hat mehrere Missionen von Agenten angenommen und ausgeführt. Beteiligung des Shadow Broker bei diesen Missionen wurde verheimlicht. Garrus, ehemaliger Zielsicherheitsoffizier, außergewöhnliche Fähigkeiten, was Taktik und Aufstellung des Teams angeht. Führungspotenzial von Shepard überschattet. Volle Entwicklung unter Shepards Kommando unwahrscheinlich. Asarius Sikarin. Starrer Kodex der Justikarin macht ihre Schritte und Missionsergebnisse berechenbar. Mutter von drei Alak Yakshi, von denen eine ist der Sektor immer noch wegen Boss gesucht wird. Okay, das wussten wir auch nicht. Mechanikerin und Technikerin, für Quarianer typische Überbetonung der Zukunft ihrer Spezies im Gegensatz zum persönlichen Aufstieg. Arbeit des Vaters nützlich für Verschärfung der Spannung zwischen Geth und Quarianern. Kasumi, erfahrene Einbruchsspezialistin, sentimental, geht impulsiv Risiken ein, untersucht des Todes ihres Liebhabers und Verbindung zur Allianzskandal. Mhm.
Jo, das sind nur einige interessante Sachen. Jedi-Attentäter, Höchstleistung in den Trainingsprogrammen der Hanna, verantwortlich für das 60-Minuten-Massaker auf Omega. Wegen Hebrei-Syndrom in fortgeschrittenem Stadium hat Neutralisierung geringe Priorität. Süß. Gewandt. Okis, Tankezüchter Prototyp. Bedrohung für Fortführung der Genophage vermutlich minimal. Könnte aber Wissen über den Standort von perfekten Kogana an Salianische Special Task Group weitergeben. Ich finde interessant, was der alles über unsere Crew so weiß. Ach du, okay. Ist noch nicht so viel. Servus. Aufständische Organisation, die für Weiterentwicklung der Menschheit gegründet, 2157. Aktiv im Citadel-Sektor und in den Terminus-Systemen. Starke Tendenz, Menschen als überlegen zu betrachten. Sowohl von der Allianz auf von Citadel-Rat als terroristische Bedrohung eingestuft. Der finanzielle Verlust aufgrund der direkten Einmischung des Unbekannten bei der Bergung von Commander Shepards Leiche wurde durch die Daten des Lazarus-Projekts wieder ausgeglichen. Auslöschung erst nach Bestätigung der langfristigen Funktionalität von Shepard, ein Jahr nach Wiederbelebung. Okay. Captain Bailey, Zielsicherheitscaptain, Überlebender des Reaper-Angriffs aus Citadel, löst Probleme mit den kriminellen Elementen im Sakira-Bezirks. Gerne inoffiziell, Erpressungsmaterial in hohen Mengen vorhanden. Okay. Ach, aber ja. Inoffizielle Herrschung von Omega, 300 Jahre Erfahrung als Kommandosoldatin, unnahbar paranoid, ausgezeichnete Organisations- und Verwaltungstalent. Anderson. Captain David Anderson ist als abgelegter Spectre-Kandidat. Enge Zusammenarbeit mit Commander Shepard nach der Zerstörung der Normandie SR-1. Kommunikation in Bezug auf erneute Kontaktaufnahme mit Shepard überwachen. Hackett. Ach, so haben wir kein Bild gehabt. Hätte man wenigstens von Mass Effect 3 noch eins importieren können. Kommandierender Offizier der 5. Flotte der Allianz Navy. Hat vor der Zerstörung der Normandie SR-1 mit Commander Shepard zusammengearbeitet. Ein Undercover-Agent soll seinen derzeitigen Assistenten in 2 Monaten ablösen. Ach, das kann ich ja weiter überprüfen. Okay, ich würde mal spontan sagen, das können wir uns später mal anschauen. Die Basics reichen mir erstmal. Investitionsmöglichkeiten. Piratenflotte wird außerhalb und haben sie zusammengezogen. Überfälle auf anliegende Allianzkolonnen vorbereiten. Jupp, kann man mal machen. Sutter Foundation kann Tests an neuen vielversprechenden Antibiotikums nicht durchführen, bei Unterlagen. Mhm. Aber dann können wir so ein paar Kleinigkeiten machen, die uns noch was bringen könnten. Wird auf die Erde hergestellten Warensystem geliefert werden mit einer hohen Steuer belegen. Nö. Für roten Sand errichtet? Nö. Das lässt mal alles schön sein. Na gut, bevor die Zeit vorbei ist. Wobei. Hey, guck mal. Ja. Ah ja, stimmt ja. Minenunternehmen können wir machen. Iridium-Minenunternehmen. Damit können wir uns ein bisschen extra Ressourcen noch herholen. Beziehungsweise wir können ein paar Planeten markieren, wo wir es her haben. Fortgeschrittenes Training, ja, und dann können wir die Jahre quatschen, aber die Zeit reicht dafür nicht mehr. Die Elite des koreanischen Ratsmitglieds hat in letzter Zeit einige ungewöhnliche Käufe getätigt. Sie rechnet möglicherweise damit, in ein größeres Anwesen umzuziehen. Hm. Na gut, wir machen im nächsten Part weiter. Wir reden mit Liara und, ja, Codex-Eintrag lesen und so weiter, ne? Bis dann, tschüss.